this year, played 32. Die Sie hier groß sehen. Die Kamera bleibt natürlich zunächst einmal, da bin ich mir ganz sicher, bei der jungen Schweizerin. Denn man hat lange auf sie warten müssen. Hier haben wir die Mutter, die Trainerin, die beste Freundin, Melanie Tsokingis. Sie ist alles, sagt Martina, für mich in meinem Leben. Sie hat mich dorthin gebracht. Ich vertraue ihr alles, was sie sagt und was wir gemeinsam besprechen und entscheiden. Das ist richtig, das soll auch richtig sein für meine weitere Zukunft. Und so haben die beiden auch entschieden, trotz dieses Sturzes vom Pferd, denn Martina Hingis ist ja eine begeisterte und, man darf es auch ruhig sagen, eine sehr gute Reiterin. Trotz dieses Sturzes vom Pferd haben beide beschlossen, du darfst weiter reiten. Schließlich ist das etwas, wo sich Martina Hingis relaxen kann, wo sie sich neu vorbereiten kann auf die nächsten Turniere, auf die nächsten Matches. Sie sagt, ich brauche dieses und wenn man mir dieses Spielzeug, ich nenne es mal Spielzeug, wegnimmt und sagt, das sei zu gefährlich, dann geht auch in mir etwas kaputt. Und so haben beide entschieden, trotz dieses, naja, eines Kreuzbandrisses, das ist schon nicht schlecht. Also das muss man erstmal verkraften für viele. Sie kennen das aus der Fußball-Bundesliga. Da braucht man ein halbes Jahr, wenn das Kreuzband gerissen ist. So nur in Anführung, wo es das nicht gibt, der Anriss. Und sie hat seit Ende März, Anfang April nur trainieren können. Das war eine Operation unter Vollnarkose, während wir hier mal Henrietta Nagyova sehen. Die Kamera schwenkt zurück zu Martina Hingis, also bleiben wir bei ihr. 6 Turniere in diesem Jahr gespielt. Nehmen wir den Federation Cup raus. 6 Turniere offiziell gespielt, 6-mal als Siegerin vom Platz gegangen. Darunter solche Turniere wie die Australian Open oder Tokio, Paris oder Key Biscayne, wo sie gegen Monika Seles, ja, die hat sie förmlich deklassiert, 6-2, 6-1 in diesem Finale. Eine Woche später dann Hilton Head, da ging es dann schon über 3 Sätze im Finale. Aber da deutete sich an für das Jahr 1997 Martina Hingis eine Dominanz, die wir selten so erlebt haben, vergleichbar natürlich mit Steffi Graf. Die wichtigsten Daten, und das wird sie am meisten freuen, die Zahl ganz unten, die Nummer 1. Sie ist es seit dem Turnier von Hilton Head in Amerika Mitte März. Seitdem hat sie diese Position inne vor Steffi Graf. Darüber hat sie sich sehr gefreut. Sie sagt, das war immer mein Ziel, ganz vorne, ganz oben zu stehen. Vorbild war in dieser Zeit, wo sie sich darauf vorbereitet hat. Unlike so many tennis players, and I don't mean this in a negative sense. En el mundo profesional fue en el torneo de Zurich. Eurosport estuvo en aquel torneo. Jetzt bin ich eine ernstzunehmende Konkurrentin. Ich bin besser als sie, vor allem. Ich habe einen großen Vorteil. Ich bin jünger. Und das will sie zeigen, das will sie in den nächsten Jahren ausspielen, denn das Alter, das spricht natürlich ganz klar. Como para tenerlas en cuenta. Ya saben que Patty Schnieder ist entrenada por Eric Van Halfen. Einsame Klasse, einsame Spitze haben wir lange nicht gesehen seit Steffi Graf. Ihre Gegnerin, Henrietta Nagyova aus der Slowakei. Die beiden verbindet etwas, was ganz Nettes. Und zwar 1994 haben die beiden die Junioren-Doppelkonkurrenz hier in Paris bei den French Open gewonnen. Gute Freundinnen kennen sich, können sich auch in dieser Sprache in Slawisch unterhalten. Denn Martina Hingis ist ja in Kosice geboren. Aber heute, auch das ist klar, wird diese Freundschaft zumindest für die Andauer des Spiels vergessen gemacht. Man konzentriert sich ganz darauf, dieses Spiel zu gewinnen, in die nächste Runde zu kommen. Denn für Hingis, da gibt es nur eines, das ist ganz klar. Sie will Paris gewinnen, wenngleich. Aber viele sagen, das wird verdammt schwer, denn sie hat keine Matchpraxis. Nagyova, Halbfinale Budapest. Auch Sand in diesem Jahr das Halbfinale erreicht. Verlor dort gegen Amanda Kutzer dann in 3 Sätzen. Die Resultate von ihr hier in Paris. Letztes Jahr zumindest mal ein Spiel gewonnen gegen Patty Schnieder, verlor dann aber gegen Mary Jo Fernandes glatt in 2 Sätzen. Also ein Sieg, eine Niederlage. Martina Hingis ist zum 3. Mal dabei. Im letzten Jahr war in der 3. Runde Endstation gegen Karina Habsudova, verlor sie in 3 Sätzen. Das will sie natürlich heute vergessen machen. Donna Butler, die Schiedsrichterin dieser Begegnung hier. Wie gesagt, auf dem Cours Suzanne Lenglen, 10.068 Personen, um es ganz genau zu machen, finden hier Platz. Und ich bin mir ganz sicher, der wird gleich ausverkauft sein, denn viele, gerade die Franzosen, freuen sich auf den Auftritt von Martina Hingis, freuen sich, dass Steffi Graf wieder da ist. Und alle, ja alle, bis natürlich auf die anderen Konkurrentinnen,
erwarten und würden sich riesig freuen, wenn es zu diesem Traumfinale käme. Hingis gegen Graf. Und die beiden können ja auch erst im Finale aufeinandertreffen, denn Martina Hingis an 1 gesetzt, damit ganz oben auf dem Tableau, und Steffi Graf an 2, damit ganz unten auf dem Tableau, und damit kann es zu dieser Konstellation, sprich zu diesem Traumendspiel, erst in der 7. Begegnung, sprich der 7. Spiel nach 2 Wochen, nächste Woche Samstag kommen. Favoritin in dieser Begegnung sicherlich die Nummer 1, Martina Hingis. Sie ist die Nummer 1, sie ist an 1 gesetzt gegen Henrietta Nagyova, sie derzeit die Nummer 37. Frankreich, die diese Begegnung schießen wird. Also, Favoritin sicherlich Martina Hingis. Wir werden gespannt sein, wie hat sie die lange Pause verkraftet. Sie hat nur trainiert, sie hat noch keine Matchpraxis. Steffi Graf dort im Vorteil, sie hat Berlin gespielt, hat dort Matchpraxis sammeln können. 3 Begegnungen, hat letzte Woche Straßburg gewonnen. Auch heute ein guter erster Auftritt. Heinz Günther, der normal mit uns hier oben diese Spiele kommentiert, das sind sie ja gewohnt, diese Woche ganz auf Steffi Graf fixiert. Und er sagt, ich bin zufrieden. Da ist sicherlich viel mehr noch drin, aber für das Erstrundenspiel, das hat mir gut gefallen. Nagyova wird dieses Erstrundenspiel eröffnen. Gleich die erste Breakchance für die Schweizerin, obwohl Nagyova 40-0 führte. Je,
Fünf Punkte in Folge für Martina Hingis. Sie macht aus einem 0-40, macht sie das Spiel. Damit 1-0 die Führung für die Schweizerin. Beiden merkt man natürlich noch die Nervosität an. Martina Hingis weiß überhaupt nicht, was sie erwartet. Denn sie hat lange diese Situation nicht genießen können, obwohl sie ja ein Genussmensch ist. Auf dem Platz zu stehen vor so vielen Zuschauern, gerade wenn die Hütte ausverkauft ist mit 10.000 Zuschauern, das hat sie lange vermissen müssen. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Und für Henrietta Nagyova geht es natürlich darum, die Nerven ein bisschen zu kontrollieren, zu sagen, na gut, da spielt zwar die Nummer 1, wir sind Freunde, aber das muss sie vergessen, sie muss sich auf ihr Spiel konzentrieren, auf das, was sie kann, stark von der Grundlinie spielen. Ihr bester Schlag ist die Vorhand und sie mag ja auch auf Sand spielen, nur die Frage wird einfach sein, kann sie gegen Hingis dieses Spiel zeigen, kann sie es bringen, denn die Schweizerin, wenn sie Druck machen kann, das kann sie, die Frage ist nur, kann sie auch sie es umsetzen, es sind also viele Unbekannte heute im Spiel bei beiden. Bei der 18-jährigen Nagyova, weil sie selten die Chance hat, vor so viel Zuschauern zu spielen. Und dann noch gegen Hingis. 1-0, die Schweizerin serviert. Dieses Spiel beherrscht die Schweizerin sehr gut. Eine exzellente Doppelspielerin. Hat nicht umsonst mit Helena Suková Wimbledon gewonnen. Nicht auf lange Ball. Lange Ballwechsel aus, sondern sucht die Entscheidung vorne Martina Hingis. Hat ein sehr gutes Gefühl und auch ein gutes Timing dafür, wann sie nach vorne gehen sollte und wie sie den Punkt zu beenden hat. Sieht gut aus, sieht flüssig aus. 2-0 die Führung für die Favoriten. So, als habe sie nie aussetzen müssen. Sehr souverän, sehr selbstbewusst gleich zu Beginn, Martina Hingis. Auch im zweiten Aufschlagspiel die Breakmöglichkeiten für Hingis. Sie sehen diesen böigen Wind. Wir haben heute in Paris böig einfallenden Wind. Nicht einfach zu berechnen. Zu hoch angesetzt, dieser Stoppversuch. Martina Hingis ohne Probleme. Da musste sie nicht einmal spurten, nicht einmal testen, ob alles gut ist. Zweites Break. Hingis führt 3-0 im ersten. Sorry, two for Henrietta Nagyova. She's real.
Wir sind im Aufschlagspiel von Nagyova. 15:40 bedeutet Breakchance. 4-0 die Führung für Hingis. Ball wird ausgegeben, auch das bedeutet erneut im dritten Aufschlagspiel das Break für die Schweizerin. Die musste zuvor in ihrem Aufschlagspiel zum ersten Mal Breakchancen abwehren, lag 15:40 hinten, machte dennoch das Spiel, erhöhte damit auf 4:0 und jetzt erneut das Break gegen Henrietta Nagyova. Die kann einmal ein bisschen leid tun, sehr nervös, macht viele Fehler. Martina Hingis spielt das, was sie natürlich kann. Sie macht Druck von der Grundlinie, setzt nach, geht nach vorne, variiert sehr gut und es hat den Anschein oder es macht den Eindruck, als habe sie nie fast zwei Monate lang pausieren müssen, als habe sie nie in der Zwischenzeit kein Spiel bestritten, wohlgemerkt bei einem Turnier der WTA, sondern sie hat nur trainiert, davon ist nichts zu spüren, sehr souverän, sehr gelassen, kann sie auch sein, sie weiß um ihre Stärke, sie weiß, dass sie die Nummer 1 ist, auch wenn sie gegen die Nummer 37 spielt, aber das macht bei den Damen sehr viel aus. Die ersten, ich würde sagen, 10, 15 Spielerinnen auf einem Level. Und dann gibt es doch, da will man noch gar nicht böse und gehässig sein, einen starken Abfall nach hinten raus. Und es ist nicht so wie bei den Herren, wo dann mal die Nummer 200, die deutsche Spieler, die weithin positioniert waren, weil die einen Spieler schlagen können aus den Top 100 oder Top 50. Der Kopf von Mutter Melanie zog Hingis. 5-0. Hingis serviert für den Satz. Einfaches Spiel für Hingis, wenn der Ball zu kurz gespielt wird ins Halbfeld, macht sie Druck. Linienrichter sagt aus, Fahidra sagt Correction, bedeutet erster Aufschlag. Nun sagt Henrietta, na, hier war der Ball. Auf der Verlängerung. Aber wenn Sie dieses Spiel des Kopfes sehen, dann können Sie sich vorstellen, wie die Entscheidung ausfallen wird. Aus dieser Perspektive schwer zu beurteilen, das überlassen wir der Stuhlschiedsrichterin. Sie hat entschieden, erster Aufschlag. Jetzt haben Sie auch gerade den Namen gesehen, nämlich Fiona Edwards. Bei uns auf der Liste steht Madame Hydra. Also einigen wir uns jetzt auf diesen Namen. Satzball Hingis. Des Publikums. Zum ersten Mal so ein richtiger Ballwechsel, wo etwas drin war. Das war mit Netz, war mal Netzberührung. Schon ein paar Raffinessen.
Satzball Nummer 2. Den dritten Satzball kann Martina Hingis dann nutzen, andersherum ausgedrückt. Henrietta Matova macht den Fehler. 6:0. Eine sehr einseitige Angelegenheit, obwohl wir jetzt in diesem letzten Aufschlagspiel gesehen haben, dass Nagyova, wenn sie mal ein bisschen Druck macht, Hingis Probleme hat, denn die kennt die Situation noch nicht. Bisher konnte sie die Bälle selbst bestimmen, Druck ausüben, das Spiel selbst gestalten. 0:6. Die Slowakin öffnet Durchgang Nummer 2. Neuer Schläger, noch mehr Druck, noch mehr Power. Bewegt sich gut. Gute Koordination. Doppelfehler, ist doppelt bitter für Henrietta Nagyova. Damit auch im vierten Aufschlagspiel die Breakchance für Hingis. Ein guter Ballwechsel für Nagyova. Endlich mal dem positiven Ende nach so einem, nach so einer langen Rallye. Der erste direkte Punkt für Henrietta Nagyova. Martina Hingis, aber das erste Spiel ist da für die Dame aus der Slowakei. 1:0 die Führung für Nagyova gegen Hingis.
the favorite. Den ersten Satz ganz schnell abhaken mit 0:6, das dauerte 20 Minuten. Inges ungewohnte Situation, sie muss einem Rückstand hinterherlaufen. 0:1 zum ersten Mal beim Aufschlag. Immer wieder in die Rückhand-Ecke. Nagyova natürlich immer auf dem Sprung in die offene Vorhandseite. Souverän, ganz locker und leicht Spielgewinn für die Schweizerin. Eine makellose Bilanz. 31 Spiele in diesem Jahr bei den Turnieren. 31 Siege bedeutet 6 Siege, unter anderem Australian Open und Key Biscayne als die Highlights. 1 beide im Zweiten. Zweiter Doppelfehler. Gespielt mit viel Übersicht. Schwer zu erkennen, dieser Stoppball auf der beidhändigen Rückhandseite. Sie sich verspekuliert. Da hat sie darauf gehofft, dass dieser Ball ausgeht. Aber eins zeigen diese beiden letzten Ballwechsel. Nagyova findet besser in das Spiel hinein. Lässt auch die Schweizerin mal ein bisschen laufen. Trotzdem Chance zum Break. Noch ein Doppelfehler, der zweite in diesem Spiel, der dritte in diesem Satz, der fünfte gesamt. Das ist natürlich viel, das ist nicht zum Einschlafen, aber das erste Break in diesem zweiten Satz, und zwar für Hingis, die führt 2:1
Und den ersten gewann sie mit 6:0. Alles für sie, für Martina Hingis. Sie führt 6:0 und 2:1 liegt Break vorne. Bis auf den letzten Schlag alles richtig gemacht, gut vorbereitet, dieser Angriff. Hat sie Glück, hat sie sich fast selbst ausmanövriert mit diesem Kurzcrossball auf der Vorhandseite. Avantage, Mademoiselle Hingis. Aber sie hatte halt die Möglichkeiten und die Mittel, dann dennoch den Punkt zu machen. Das mag sie natürlich, wenn die Bälle schön hart zurückkommen und schnell gespielt sind. Das Tempo nimmt sie auf, geht früh in den Ball. Auch hier ihr Paradeschlag, die beidhändige Rückhand. Sie wehrt die Chance zum Break-up. Macht das Spiel 3:1 die Führung. Im Augenblick sieht es nach einem leichten Aufgelaub aus für die Weltranglisten-Erste. Kansas.
Das sind jetzt auch so leichte Abstimmungsprobleme, die man hat, wenn die Matchpraxis fehlt. Den Ball völlig falsch berechnet. Ich wollte sie gerade schon loben und sagen, endlich mal ein Aufschlagspiel ohne Probleme durchgebracht. Einer 40:0 Führung, nun aber 40:30. Dieser Ball bedeutet keine Probleme, das Spiel für Henrietta Nagoga. Sie verkürzt auf 2:3 im Zweiten. Game 6 in the second set. Zweiten Durchgang. Wir haben es gehört. Hatte sie überhaupt keine Chance, den Ball zu kontrollieren. Dieser Knall, Seite gerissen. Und dann hat man halt kein Gefühl mehr für den Ball. Viele versuchen dann nach vorne zu kommen, aber das war aus dieser Position natürlich nicht möglich. So weit hinter der Grundlinie. Zum zweiten Mal den Schläger gewechselt. 15:30. Gegen den Lauf, 4:2 die Führung für Martina Hingis. Und weil wir bei den Damen sind, mal 2-3 Ergebnisse. Nathalie Tosia in der nächsten Runde, ebenso Brenda Schulz-McCarthy, auch Silvia Farina eine Runde weiter. Und sie hat gegen Judith Wiesner gewonnen in 3 Sätzen. Habsudova weiter, ebenso Makarova in Runde 2. 2-4, Nagyova serviert. Thank you.
einen Schlag schneller, einen Schlag besser. Henrietta Nagyova müht sich nach Kräften, ist schnell vorne, spielt hier auch den richtigen Ball. Obwohl natürlich auch Longline offen gewesen wäre, nur dieser Ball ist einfach schwieriger, weil die Netzkante dort am höchsten ist. 0:30. Eine Demonstration der Nummer 1 auf Sand und das nach einer fast zweimonatigen Pause. Das gebührte Respekt. Alle Achtung. 0:40. Zwei Breakchancen abgewehrt. Sie kann ja jetzt fast alles oder nichts spielen. Nagyova hat nichts mehr zu verlieren. Sieht man selten bei Martina Hingis, die ärgert sich auch zurecht. Drei Breakmöglichkeiten, sie nicht nutzen können. Nachwirkungen von den zuvor verschlagenen Flughandbällen, die sie mit Topspin gespielt hat. Diesmal sagt sie sich, mache ich nicht. Da kommt man ins Überlegen und schon ist der Fehler da. Unglaublich, dieser Ball. Den nimmt sie ganz früh, drückt ihn weg. Breakchance Nummer 4. Das zweite Break ist da für Martina Hingis in diesem zweiten Durchgang. Sie führt 5-2, bedeutet nach der Pause serviert sie für das Match. 0-5-2. Die Tochter serviert für das Match. Mit ein bisschen Windunterstützung, aber trotzdem klasse
gespielt von Martina Hingis. Bisschen mehr Spielübersicht in dieser Situation von Nagyova wäre wünschenswert. Der dritte Doppelfehler von Martina Hingis. Wie sie will, die Schwarzerin, die Bälle sind zu kurz ins Feld gespielt, da kann sie sofort Druck machen, natürlich gerne mit der Rückhand, bedeutet zweimal Matchball. Ball im Aus, bedeutet Spiel, Satz und Sieg für Martina Hingis. Locker und leicht 6:0 und 6:2. Aber sie wird mehr machen müssen. 51 Minuten hat dieses Match gedauert. Das war noch keine richtige Probe für die Schweizerin. Die ist natürlich froh, dass sie das erste Spiel gewonnen hat. Und schauen Sie sich ihre Freude an. Diese Belastung, die war sicherlich da. Nun ist sie weg. Die 10.000 Zuschauer hier im Stadion Suzanne Langlin haben nicht viel gesehen. Sie haben eine Martina Hingis.